KFE. Um diese drei Buchstaben und was diese Buchstaben genau bedeuten, darum geht es heute in diesem Ultramind Inspirationsvideo. Hallo, mein Name ist Jürgen Zwickel, ich bin dein Coach und Potenzialmaximierer. Und wenn du wissen willst, was KFE wirklich bedeutet und welchen Einfluss diese drei Buchstaben auf unser tägliches Leben und auf dich haben, dann bleibe dran und entdecke in dir, was möglich ist. KFE. Wofür stehen jetzt diese drei Buchstaben und wie wirken sich diese drei Buchstaben auf unser tägliches Leben aus? Lass uns das gerne gemeinsam näher angucken. Das K steht für Körper. Unseren Körper, deinen Körper. Und hier geht es vor allen Dingen um die Vitalität, die wir jeden Tag in uns, in unserem Körper aufbauen und auch spüren. Wie vital bist du derzeit ausgerichtet? Denn je höher unsere Vitalität ist, je besser unser Körper wirklich auch ausgerichtet ist, desto mehr hat das natürlich Einfluss auf das F. Und das F steht für Fokus. Denn wenn wir körperlich vital sind, wenn wir eine hohe Energie spüren, dann sind wir für gewöhnlich konzentrierter, aufmerksamer. Wir nehmen die Dinge schneller auf und das verstehe ich unter Fokus. Also, wie unser Körper ausgerichtet ist, hat meiner Meinung nach auch sehr starken Einfluss auf unseren Fokus. Und dieser Fokus wiederum hat sehr stark natürlich dann Einfluss auf das E. Und das E steht für Ergebnisse bzw. gerne auch für Erlebnisse. Und das bedeutet auch, wenn wir, du und ich, wie jeder andere auch, in welchem Lebensbereich auch immer, wirklich gute, persönlich gute Ergebnisse erzielen wollen, dann dürfen wir uns immer fragen, wie hoch ist denn zuerst einmal unsere körperliche Energie? Denn diese körperliche Energie hat Einfluss auf unseren Fokus und diese zwei Komponenten haben aus meiner Sicht und aus meinen Erkenntnissen heraus sehr starken Einfluss dann auf die Ergebnisse, die wir erzielen. Und deswegen nimm diese Formel doch gerne her oder diese drei Buchstaben K, F, E und mache dir immer wieder bewusst, wie sieht es denn bei dir beim K, bei deinem Körper, bei deiner täglichen Energie, bei deiner Vitalität aus? Und welchen Einfluss hat dann das auf deinen Fokus? Wie konzentriert bist du? Wie aufnahmefähig bist du? Wie kannst du auch konzentriert, fokussiert an Dingen dranbleiben? Wie stark kannst du auch fokussiert deinen Weg gehen? Denn für gewöhnlich funktioniert das einfach besser mit einer höheren körperlichen Energie, was letztendlich dann Auswirkungen auf das E, die Ergebnisse hat. Ich freue mich, wenn durch dieses Ultramind Inspirationsvideo das Bewusstsein für Körper, Fokus und Ergebnisse, dieser Zusammenhang, dir wieder bewusster geworden ist und wünsche dir natürlich zukünftig in diesen Bereichen, aber natürlich auch darüber hinaus alles, alles Gute und viel Erfolg. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, denn dann bekommst du regelmäßig ein neues Ultramind-Inspirationsvideo. Gib mir gerne auch einen Daumen nach oben und hinterlasse gerne einen Kommentar, wie du das siehst und wie du in diesen wichtigen Bereichen derzeit ausgerichtet bist. Dafür auch herzlichen Dank. Wie gesagt, weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion und Mindset-Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn dadurch gewinnst du immer auch als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Coach und Potenzialmaximierer Jürgen Zwickel.